Ja, hallo Leute. Wir wollen heute mal die Installation von Autodarts unter Windows uns anschauen. In meinem vorigen Video habe ich das ja auf den Raspberry Pi gezeigt. Und heute zeigt man das mal in dem Fall auf so einen HP Elite Desk hier. Den habe ich jetzt komplett neu aufgesetzt. Da ist Windows drauf installiert, Windows 10. Und ich bin mit meinem PC da drauf verbunden. Und jetzt gehen wir mal die Schritte durch, was man da so alles machen muss. Zuerst gehen wir natürlich auf autodarts.io. Dort haben wir hier den Downloads-Bereich und laden uns als allererstes hier unten die Windows-Datei runter. Einmal für Windows 10 oder Windows 11. Klicken wir hier auf Download. Dann sehen wir hier oben, wie das runterlädt. In der Zeit, wo das runterlädt, könnt ihr euch ja schon auf Autodarts einen Account erstellen. Das würde dann hier unten unter den Register-Knopf funktionieren. Also wenn ihr hier auf der Hauptseite seid, geht ihr auf Play Now. Das sind jetzt hier schon voreingestellt mein Benutzername und Passwort. Bei euch steht dann einfach hier unten Register. Dann könnt ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse und einem Passwort anmelden, weil das braucht ihr jetzt gleich. Das könnt ihr ja machen in der Zeit, wo das jetzt runterlädt. Jetzt hat das auch in der Zwischenzeit fertig runtergeladen. Dann öffnen wir mal den Downloads-Ordner. Können das Fenster schließen. Okay. Ich ziehe jetzt hier diese Installationsdatei einfach mal auf den Desktop. So. Die klicken wir jetzt doppelt an. Jetzt startet sich das Ganze. So. Das ist jetzt quasi die Autodarts Desktop Exe, die wir jetzt gestartet haben. Und jetzt sollen wir uns als allererstes mit unserem eben erstellten Account einloggen. Also hier ist Sign in with Autodarts. Drücken wir mal hier drauf. Öffnet sich das Browserfenster. Gib mir jetzt unser Benutzernamen und Passwort ein. In meinem Fall steht das natürlich jetzt hier schon drin, weil ich das schon mal gemacht habe. So. You are almost done. Also wir haben es schon fast geschafft. Jetzt drücken wir einfach hier oben auf den Autodarts Desktop Öffnen Knopf. So. Jetzt sind wir quasi hier auch automatisch angemeldet. Also Autodarts Desktop hat das jetzt gemerkt, dass wir uns angemeldet haben. Alles gut. Und jetzt fragt es uns hier, was wir denn machen wollen. Im Normalfall habt ihr noch kein Board, wenn ihr jetzt das erste Mal macht. Wenn ihr natürlich vorher schon woanders gespielt habt und schon ein Board habt, dann könnt ihr hier unten unter Claim Board einfach eins auswählen. Hier sieht man ja jetzt, ich habe schon mehrere Boards unter meinem Account laufen. Das könnte ich jetzt hier einfach auswählen und dann auf Claim Board drücken. Und dann wird diese Autodarts Desktop-Fenster mit diesem Board verknüpft. Das wollen wir jetzt aber in dem Fall nicht. Wir wollen uns ein neues Board machen. Wir nennen das jetzt mal Robble 3D und klicken dann einfach mal auf Create Board. Jetzt hat es das Board schon erstellt und auch automatisch mit unserem Account verknüpft. Also unter unseren Account, wenn wir uns auf autodarts.io einloggen, sehen wir dann auch immer dieses Board. So, jetzt sind wir hier nochmal unter Setup Kameras und sollen jetzt hier quasi, ist schon rot markiert, sollen jetzt unsere Kameras hier auswählen. Ich habe die Geeks Vision Kameras, die 8 Megapixel. Jetzt wählen wir die einfach mal hier aus. So. Jetzt sieht man auch, es ist falsch rum. Also hier oben ist ja dieser, so ein roter Bereich. Daran erkennt man das. Jetzt kann man hier unter diesen zwei Pfeilen das Board rumdrehen. So, jetzt sieht man auch, das passt. Wählen wir mal die Kamera aus. Nächste Kamera. So, drehen wir auch wieder rum. Okay. Und die letzte.
So, die drehen wir auch wieder rum. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir unsere drei Kameras ausgewählt, haben sie richtig orientiert. Und jetzt sehen wir nochmal hier unten die Auflösung, auf der wir spielen, also auf 720p, 30 Bilder pro Sekunde. Und nach 15 Minuten schaltet sich unser Board automatisch aus, dass das nicht, wenn wir jetzt mal das vergessen auszumachen, die ganze Nacht läuft oder so, um die Kameras zu schonen. Ja, jetzt können wir hier unten auf Next drücken. Und dann kalibriert er sich jetzt automatisch. Das heißt, Autodarts erkennt jetzt die Spinne und legt die rote Markierung auf die Zahl 20. Okay, das passt. So. Jetzt sind wir hier in dem Fenster, wo wir das Ganze testen können. Wir können jetzt hier quasi auf Reset drücken. Jetzt steht hier, wir sollen Darts werfen. Und aber hier, anhand dieses Dartboards hier könnten wir sehen, wo die Dartpfeile stecken. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe hier nur diesen Testaufbau. Im Moment noch ohne LED-Band und das Dartboard liegt einfach nur lose drin. Ich kann das einmal kurz zeigen. Also ist kein LED-Band an und das Dartboard liegt nur lose drin. Wir probieren das jetzt trotzdem mal zu testen. Hat er auch gemacht. Wir haben eine, ja, das haut sogar hin. Jetzt können wir hier auf Finish drücken oder das halt nochmal testen. Aber das ist halt nur, dass die Leute gleich sehen, wie es funktioniert. Alles klar, das passt. Können wir auf Finish drücken. Und ich mache jetzt mal Reset gleich, mache die Pfeile wieder raus. Jetzt hat er auch erkannt, dass meine Hand im Bild war. Take out in progress. Können wir nochmal resetten. So. Jetzt ist das Board quasi komplett wieder bereit. Und das ist jetzt immer das Fenster, was immer offen sein muss. Das heißt, wenn wir Autodarts spielen wollen am Anfang und wir haben unseren PC gestartet, dann müssen wir hier über die Autodarts Desktop-Verknüpfung das Programm erst starten. Und dann sehen wir immer hier, und hier unten steht es auch nochmal Throw und hier oben Throw, also wir können werfen. Alles ist online. Und dann können wir hier unten über diesen Button auf Play drücken, wenn wir jetzt spielen wollen. Und dann öffnet sich automatisch unser Browserfenster, wo wir eingeloggt sind. Und jetzt können wir hier die verschiedenen Spielmodi auswählen. Oder unter My Boards sieht man dann nochmal das Board, was wir eben erstellt haben, Robble 3D. Ist running, also das läuft gerade. Wir haben noch null Darts geworfen, weil wir ja noch kein Leck gespielt haben, keine Korrekturen, keine Genauigkeit. Wenn ihr jetzt spielen wollt, als allererstes, dann ist einer der häufigsten Fehler, die Leute gehen jetzt auf zum Beispiel hier 501, drücken dann auf Open Lobby und hier ist dann nicht das richtige Board ausgewählt. Das heißt, ihr müsst hier schauen, dass ihr hier unter diesem Dropdown-Menü euer Board auswählt, was ihr gerade erstellt habt. Also Robble 3D in dem Fall. Und dann könnt ihr hier unten auf Start drücken und dann seht ihr auch, hier oben kann man auf das Liveboard umschalten. Virtuelles Board, Zahlen oder Liveboard. Dann seht ihr auch immer hier, jo, alles klar, ist jetzt live. Wir können jetzt spielen. Wenn ihr das nicht macht, dann wundert ihr euch, dass es eure Darts jetzt nicht trackt. Ich werfe jetzt einfach nochmal ein. Oh, Single 4. Ja, also ihr seht, das funktioniert. Mache jetzt nochmal abbrechen. Das war jetzt quasi nur mal zum zeigen, dass das auch klappt. Das hier ist jetzt nochmal das Autodarts-Fenster, wo quasi die Daten zu Autodarts gesendet werden, also euer eigentlicher Boardmanager. Können das Board hier resetten und haben noch hier oben klein versteckt die Einstellungen. Ja, also hier könnten wir jetzt jederzeit nochmal die Autokalibrierung laufen lassen, indem wir hier unten auf Kalibrierung drücken. Oder man kann hier oben unter Vision die Darterkennung checken, Motion
und Darterkennung. Wenn man jetzt Pfeile wirft, dann sieht man, wie die Erkennung hier funktioniert. Das ist mir wichtig, wenn man mal Fragen hat, wenn was nicht so funktioniert, wie es soll, dass die Leute auch wissen, wo es das gibt. Hier unten ist auch nochmal der Link zu den Autodarts Docs. Hier unten zum Discord. Also Docs ist quasi diese Beschreibung, wo nochmal alles erklärt wird. Play ist halt der Knopf zum Spielen, haben wir ja schon erklärt. Jetzt wollen wir noch was Wichtiges durchgehen. Ihr habt ja hier unter My Boards, seht ihr dann euer Board. Ich habe jetzt ein paar mehr Boards. Und hier gibt es die Besonderheit, hat man auch noch den Board Manager. Da kann man auch draufklicken und dann sieht man quasi mehr oder weniger dasselbe wie in den Fenster hier hinten. Mach das jetzt mal wieder groß, weil hier kann man noch was extra machen. Hier kann man unter Kalibrierung die Punkte nochmal nachkorrigieren. Also ihr seht jetzt schon, das passt eigentlich ziemlich gut, was Autodarts hier mit der Autokalibrierung gemacht hat. Man muss dazu sagen, ich habe auch keinen LED-Streifen an, weil noch keine eingebaut ist. Normalerweise passt das eigentlich hundertprozentig. Und jetzt könnte man halt hier diese Punkte noch manuell korrigieren. Also ich setze den jetzt mal mit Absicht falsch, drück mal auf Save. Dann sieht man hier, oh nee, da stimmt irgendwas nicht, ne? Also hier der Punkt ist ja 3,19, also der muss auf den Eckpunkt von der 3,19. Kann man hier auf Save drücken. Und dann passt das wieder. Das ist die Besonderheit in den Board Manager, wenn man auf der Internetseite ist. Weil diese Punkte manuell nachjustieren, das geht jetzt hier aktuell meines Wissens nach nicht. Also wenn man hier oben auf Konfiguration geht, kann man nur hier jedes Board nochmal einzeln kalibrieren oder mit dem Knopf hier unten alle. Das soll ja auch so sein. Es soll so einfach sein wie möglich. Die Autokalibrierung funktioniert super und soll auch verwendet werden. Ich wollte es halt nur nochmal zeigen, dass es auch noch auf den anderen Weg geht. Also, dass man sich hier einfach einloggt. Play now. Und dann unter My Boards bei seinem Board hier unten auf den Board Manager drückt und hat dann halt hier noch ein paar mehr Einstellmöglichkeiten. Hier unter Config kann man genau dasselbe nochmal einstellen, wie in den Autodarts Desktop hier. Und kann dann halt hier unter der Kalibrierung auch nochmal von Hand die Punkte verstellen. Ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Jetzt steht den Spielen nichts mehr im Weg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da, gebt einen Daumen hoch, schreibt mir einen Kommentar. Das hilft mir immer sehr, das Ganze auch hier weiter zu betreiben. Es macht ja auch Spaß. Ich werde jetzt noch ein nächstes Video machen über die GitHub-Installation. Das war ja jetzt die komfortabelste Einrichtung, die es eigentlich gibt. Nämlich einfach über die Autodarts Desktop-Funktion. Ja, man wird schön begleitet. Aber ich zeige trotzdem nochmal die Installation über GitHub in ein extra Video, so wie ich die Installation von dem Raspberry Pi auch gezeigt habe. Ich hoffe, wir sehen uns und bis dann. Ciao.